Hallo, hier ist der... hörst du auf. Hier ist der Butterkuchen und er wird von Ilscha geschlagen, weil er nämlich bei ihm auf dem SMT-Server ist. Und ich glaube, hier ist ein bisschen dunkel drin, oder? Machen wir mal das Licht an. Ja, wir haben ein bisschen mit Pistons gebaut, stimmt's? Ja. Gut, und wir laufen jetzt mal ein bisschen rum und geben damit an. So, also das erste hier ist dieser Lichtschalter. Da kann man so ein bisschen eben Glowstone rumschubsen. Ist jetzt noch nicht so viel. Hier, das da hinten dran. Ich zeige euch demnächst, wie das Ganze funktioniert. Hab schon ein Video fertig. Muss nur noch hochladen. So, was haben wir sonst noch gemacht? Der schöne Wald. Ja, den Wald, den habe ich gebaut. Und wenn man hier... Genau. Oh nein! Man wird jetzt von Pfeilen abgeschossen, wenn man da vorbeiläuft. Und wenn man das Teil anschaut, dann sieht man eigentlich nichts weiter als Bäume. Aber da unten drunter Pistons sind, zieht es den untersten Baumblock immer weg. Und dahinter ist ein Dispenser, der schießt dann diejenige Person ab. Vorausgesetzt, sie läuft da lang. Immer den Kürbissen nach. Ja. Gut, dass es alles so unauffällig ist. Und vor allem, dass die Bäume alle nicht in einer Reihe stehen und nicht immer mit einem Platz Abstand. Nein, das wäre, wenn das so wäre, hey, dann würde... ganz ehrlich, das habe ich doch gut gemacht. Die meisten Blätter hier vorne habe ich selber gesetzt, weil die alle so schlecht standen. Ja. Das kann man ja jetzt seit dem Update auch machen, mit Scheren sich die Blätter von den Bäumen holen und die neu setzen. Ja. Gut, was haben wir noch gebaut? Ein Multiplizierer, 4-Bit, werden wir aber jetzt nicht zeigen. So, nett. Ich bin so asozial, ich weiß. Kommt noch. Ein sich selbst reparierendes Haus. Fangen wir hiermit mal an, beziehungsweise machen wir hiermit weiter. Ja, man kann jetzt ein Loch reinkloppen. Und wenn man rein will, kommt man nicht rein, weil das Ding nämlich nicht will. Ja, es baut sich selbst auf. Ich könnte jetzt sogar theoretisch ein Stückchen... Stückchen? Ein Kubikmeter TNT. Warum habe ich eine Schaufel im Inventar, sag mal? Egal. Aber ich habe eine Schaufel. Hier ein Stück TNT reinlegen. Und hoffen, dass ich bei der Aktion nicht drauf gehe. Kompass? Habe ich nicht dabei. Egal. Apropos Lieber und so, genau. Bumm! Ist hier ein riesengroßes Loch drin. Und es macht Krach und es baut sich selbst wieder auf. Unglaublich. Das dauert nur ewig lang. Komm hier aufs Dach. Oh ja, mit Dach sogar. Mit. Okay, so viel von dem Dach ist das lieber. Machen wir was anderes, solange wir das hier gerade zeigen, oder? Oh, komm. Wo ist er? Achso, ich hab's. Was? Inventar? Ich hatte schon einen vorher. Also. Ja, ich hatte ihn nur nicht in der Ding ins Kirchen. Weißt du, ne? So. Ja, weiß schon. Was haben wir noch gebaut? Viel mehr haben wir noch gar nicht gebaut. Außer den Multiplizierer. Komm, wir fliegen mal drüber, beziehungsweise gehen drüber und zeigen schon mal ein bisschen. Schon. Okay, die große schwarze Box, da ist nur ein Display drin. Kein dezimales Display, das ist binär. Ja. Das dezimale Display ist... Ja, bis 255. Ein bisschen Arbeit. Ja, es ist halt bis 255. Es würde... für 225, es würde viel zu groß werden. Man müsste halt dreimal 225 Blöcke haben. Platz nach hinten. Okay. Und soweit lädt halt das Redstone-Signal gar nicht. Also das kommt gar nicht in der Weißspeicher rein. Überall sind Wolken. Und überall ist farbige Wolle. Okay. Ich hab dir mal einen kleinen Ausblick auf den Multiplizierer. Das ist alles Multiplizierer bis auf die schwarze Box. Die könnt ihr ignorieren, aber der Rest ist wirklich Multiplizierer und das Ding werdet ihr demnächst genauer zu sehen bekommen mit ein paar Beispielrechnungen, aber momentan noch nicht, weil das Teil nämlich noch nicht ganz läuft. Wir haben den ganzen Tag dran gearbeitet und jetzt ist uns einfach der Spaß dabei vergangen, weil es ums Verrecken nicht funktionieren will. Weil es auch schon halb eins ist mittlerweile. Und halb eins ist. Ja, könnte auch ein Grund sein. Also halb eins, nachts. Ja, schon klar. Okay, das Ding ich bin um eins von der Schule gekommen, seitdem sitzen wir hier dran.
Ja. Gut, das Ding ist stehen geblieben, weil es ungeladet wurde. Weil wir zu weit weggegangen sind. Aber jetzt kann man wieder starten. Jedenfalls läuft das jetzt hier durch. Oh, guck mal, der Du standest im Weg rum, Entschuldigung. Okay, was können wir noch zeigen? Fenster! Nein! Ja. Und die Tür ist auch kaputt, aber egal. Die Tür kann man nicht vorher rein. Naja. Ja, leider. Das läuft jetzt hier ein Stück weiter. Ich glaube, ich mache hier drauf einfach einen Zeitraffer. So, das Haus wäre fertig, fast fertig. Es fehlt nur noch ein bisschen die Decke. Und einen Moment, ich krieg gerade einen Skype-Anruf. So. Immer wenn man in Skype nicht auf beschäftigt gestellt ist, dann bekommt man Nachrichten und Anrufe. Wie komme ich jetzt hier raus? So. Zu mir porten. Okay. Fertiges Haus. Ist es fertig? Kann ich ausschalten? Das ist noch nicht ganz fertig, warte. Wenn es aufhört, Geräusche zu machen. Jetzt ist es fertig. Okay. Also dieses Endgate hier, das regelt übrigens, ob der Cobblestone, der hier hinten generiert wird, ob der da jetzt weiter reingeschoben wird oder nicht. Genau. Hiermit kann man das ein- und ausschalten. So. Das heißt, der liebe Incha baut hier jetzt eine Tür rein. Und hier noch ein bisschen Licht. Via Pumpkins. Also Jackos. Ja, gut. Ups, ruckel, ruckel. Jo. Das war's dann, oder? Lässt du dich jetzt abschießen? Oh. Kein einziges Mal. Gut, oder? Muss einfach nur zu schnell oder zu langsam sein. Wie auch immer. Wir wären hier für heute fertig. Mehr Sachen folgen vielleicht noch demnächst, je nachdem, wie unsere kreativen Köpfe vergessen, was sie sagen wollten. Aber das ist egal. Ah, jetzt aber schnell. Ja, ja, egal. Das war's jetzt auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen von mir und von Ilja. Weiterhin viel Spaß bei Minecraft mit Redstone und Pistons und ohne und mit beidem. Mit und ohne. Jawohl. Egal. Ciao. Ciao.